Hi, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Heute reisen wir nach Fort Kameno Danke. Wir haben ja letztes Mal uns ein bisschen Hilfe geholt. Müssen den Weg bloß per Gaul gerade abklappern. Weil, ja, ich habe hier nicht so wirklich. Also, die Karte ist so gut wie noch gar nicht aufgedeckt in oberen Tsushima. Ich habe so gut wie keine Schnellreisepunkte. Und ich werde immer wieder von Mongolentruppen unterbrochen. Sind mir etwas zu viele hier. Ich weiß nicht, letztes Mal waren das verdammt viele. Ich habe, glaube ich, nur diesen Typen aufgesucht und... Und das war's, ne? Nur diesen Typen aufgesucht und während auf dem Weg dahin sind mir halt ständig irgendwelche Mongolen in die Quere gekommen. Klar ist der letzte Akt des Spiels, aber trotzdem geht es mir ein bisschen auf die Nerven. Ja, das sind die nächsten. Die sind zum Glück mit Tieren beschäftigt. Okay, da oben ist das Fort. Zählt das eigentlich als mongolisches Gebiet? Auf ins Holzfällerlager. Ach, das ist gar nicht das Mongolengebiet. Hier treffe ich nur die Leute von Takeshi. Was? Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ja, toll. Wenn wir noch lange sitzen, sehen die Mongolen uns mit Sicherheit. Weg von der Kante. Ich bin gleich bei euch. Sicher doch. Die haben mich schon entdeckt. Was macht er denn? Habt ihr das gesehen? Yuna hat ein paar interessante Freunde. Planen wir den Angriff. Von hier drüben. Seid ihr nur zu dritt? Zu fünft, okay. Okay, was gibt es hier zu spähen? Schützen an diesem Punkt haben gute Sicht auf den Innenhof. Und jede Menge Ziele. Die meisten Männer sollen dorthin. Wir gehen auf dieses Dach, greifen von oben an. Ihr klingt wie Yuna. Sie war eine gute Lehrerin. Da sind wir doch auf dem Präsentierteller, oder sehe ich das verkehrt? Alle anderen ab zum Grat. Tötet jeden Feind, der mich sieht. Verstanden. Viel Glück. Okay. Besiege die Mongolen. Ich soll ja zu diesem komischen Dach, ne? Ich folge dir unauffällig. Oh lol, die sind echt gut. Hindman! War das das Dach? Ja, ne? Halt!
Und noch einen Moment, ich glaube, ich bin falsch noch. Die Seile sind doch hier nicht von ungefähr. Ja, ich hätte mich gar nicht durchs Dorf durchschleichen sollen. Ich war doch schon richtig. So, ich mache einfach Harakiri. Chiharu! Was ist alles? Ejino, Samurai! Na, wo sind hier noch welche? Auf wen wartet ihr denn? Scheint der Obermacker hier zu sein. Ja, der hängt auch ein bisschen was aus. Nee, da sind noch mehr. Hier drin sind welche. Ach, scheiße, ich habe das Attentat abgebrochen. Ah, da ist noch einer. Mongolen! Gibt's noch welche? Da steht einer, ne? Nee, das sieht nur so aus. Besiege die Mongolen. 60 Meter. Okay, da ist auch noch einer. Womit ich neu mit den Jägern. Okay. Da unten sind sie. Was für Tiere machen sowas? Mongolische. Die Holzfäller müssen Widerstand geleistet haben. Bringen wir jeden Mistkerl hier im Fort um. Noch eine Patrouille. Wir schlagen zu, wenn sie durchkommen. Versteckt euch. Ihr habt ihn gehört. Los. Okay. Feuer frei auf mein Signal. Lasst sie näher kommen. Jetzt! Tötet sie alle! Hau ab, du Scheißpferd. Ich hoffe, von den Jägern kann keiner verrecken. Weil dann war das ein bisschen blöd, dass ich so lange gewartet habe. Da sind sie. Los, auf zur Brücke. Ah. Ich habe gehört, Fürst sind noch fünf, ne? Eine Armee, ja. Mit Samurai des Shogun. Warum führt ihr sie nicht an? Fürst Shimura bekämpft die Mongolen auf seine Weise. Ich auf meine.
Ihr seid alleine. Dieses Fort gehört euch nicht. Der Jito ist in seiner Burg. Vor dem Frühjahr braucht er dieses Fort nicht. Wir sind weg, bevor er auftaucht. Ich hätte sie auch anlügen können. Ich habe es noch nicht gemacht. Wer weiß, vielleicht hat das noch Auswirkungen. Das kam vom Südtor. Seh nach, was los ist. Hier rüber. Yuna. Sie war das? Wir müssen darüber. Sehen wir uns die Brücke an. Das hört sich doch nach Mongolen an. Wo sind die auf einmal? Achso, ich soll nach oben. Sag mir das hier jemand. Ich folge dir mal unauffällig, nachdem ich das da eingesammelt habe. Die Mongolen haben die meisten Leute dort drüben. Das ist unsere Chance. Bei einem Sturmangriff über die Brücke müssen wir uns schnell um diese Huacha kümmern. Könntet ihr euch mit eurem Haken unter die Brücke schleichen und ihre Huacha übernehmen? Könnte ich? Ich könnte mich an den Baum hinüberschwingen. Auf dieser Seite kommt man die Klippe hoch. Wenn sie euch sehen, können wir auf sie schießen. Ob Sturmangriff oder Schleichen. Es wird riskant. Wir werden euch folgen, Fürst Sakai. Haltet eure Leute bereit. Ja, ich versuche... Ohne. Ja, okay. What the hell? Ich dachte, er kann sich darüber schwingen. Och, jetzt wird's mir auf einmal eingeblendet. Also manchmal denke ich mir, das Spiel hat Aussetzer. So, wo ist jetzt das Ding, was ich mir schnappen soll? Da ist es, okay. So, jetzt werde ich mir einen Spaß machen, Leute. Wolltet ihr nicht auf die schießen? Ja, okay. Verzieh dich. Verstärkung im Anmarsch! So, kann ich jetzt wieder in Ruhe feuern? Scheiße, ich brenne! So. Ich werde immer ständig hier unterbrochen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir müssen meinen Freunden am Tor helfen. Okay. Schade. Ballerorgie vorbei. Yarikawa! Yarikawa!
Da sind sie. Sie haben Freunde aus Yarikawa mitgebracht. Jetzt verstehe ich. Ihr seid der Geist. Aber ihr solltet 3 Meter groß sein. Kämpft weiter! 3 Meter? Okay. Davon bin ich, glaube ich, weit entfernt. Endlich seid ihr hier! Kommt nicht zu nah, sonst sehen sie mich! Seid vorsichtig, Kenji! Ich versuche es! Weg da! Ihr hättet warten sollen, bis wir das Tor öffnen. Das war Masakos Idee. Oh, Masako ist hier! Nice! Wie viele Mongolen sind übrig? Nur die wenigen hier. Dann beenden wir es. Für den Geist! Könnte echt das Finale sein, ne? So wie das hier abgeht. Los, Sakai! Gerade rechtzeitig. Schwingt weiter, Norio. Aber wir haben doch gar nicht auch die Story-Finals von Masako, Ishikawa und Norio. Das macht mich voll suspekt. Es passiert, glaube ich, irgendwas noch. Das vorgehört uns, mein Herr. Geht es allen gut? Ausgezeichnet. Im Großen und Ganzen. Schön, euch zu sehen, Fürst Sakai. Ist es hier oben überall so kalt? Man gewöhnt sich dran. Nehmt die nötigen Vorräte und bereitet den Ritt nach Yogaku vor. Also, du und Takeshi. In einem früheren Leben. Er und seine Leute sind mehr als Jäger, nicht wahr? Das hängt vom Blickwinkel ab. Ich sagte, sie können bleiben und den Pass für uns halten. Aber wehe, Banditen machen den Unschuldigen Ärger, die vor den Mongolen fliehen. Er weiß, was ich ihm antue, wenn er das wagt. Ich glaube, er wäre froh, dich wiederzusehen. Er hat mich gesehen. Wir können gehen. Bringen wir alle nach Yogaku. Dort planen wir unseren letzten Angriff. Wird Zeit, dass der Khan stirbt. Ah, okay. Alter, du dreister Gaul. 4 Geschichten aktualisiert, ja. Masako, Norio. Ja, genau. Ah, und ich kann wieder zurück. Das freut mich. Weil dann kann ich hier diese ganzen Fragezeichen, die noch fehlen, machen. Ich gucke mich gerade mal um, wo mir noch was fehlt. Ich möchte halt alles machen. Hier fehlt mir ein Fragezeichen. Und dann hier fehlen 3 Fragezeichen und Masako. Ist in diesem Gebiet noch. Und dann da das Fragezeichen. Das klappern wir jetzt nach und nach ab. Endlich ist die Schnellreise wieder verfügbar. Kann ich ja mal gut nachvollziehen. Man wollte halt bis zu dieser Mission verhindern, dass man wieder mit Masako, Ishikawa und so in Kontakt tritt. Man war halt in Exil. Okay. Und dann mache ich das so wie vorher. Dann klappere ich alles so von Süden nach Norden ab. Das ist auf was herausfordern. Ich habe keine Zeit. Jetzt haben sie mich gesehen. Also ich hatte für einen Part genug Mongolen.
Es langt mir langsam. Doch, muss ich. Ah, die wird mir wahrscheinlich keine Hinweise geben, weil das der mittlere Teil von Tsushima ist. Fürst Sakai, ihr habt meinen Dank. Ihr seid sicher. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Okay. Hoffe ich, sie alle am Leben sind noch. Ändern wir mal. So, okay, da oben ist auch mein Ziel. Säule der Ehre. Okay, hätten wir das Fragezeichen abgeklappert. Als nächstes ist das dran. Ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Pferd? Ich bin ja gespannt, ob man im Verlauf der Story jetzt noch... Oh Gott! Zehntausende Patrouillen auf einmal! Lässt du mich los? So, wo ist dieser Brandschütze hier? Bald seid ihr frei. Ich dachte, ich sterbe hier. Vorsicht da draußen. Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Mhm. Okay, wenn man die Karte komplett aufgedeckt hat. Also, wenn es keine Mongolenlager mehr gibt, dann kriegt man wahrscheinlich immer Belohnungen. So, aber auf zum nächsten Fragezeichen. Wird wahrscheinlich ein Fuchsbau sein, ne? Oder nee, das könnte ein Haiku sein. Nee, ist ein Fuchsbau. Okay, mein kleiner Freund, führe mich. Wo will er denn hin? Der führt mich ja ganz woanders hin. Hä, wo ist er jetzt hin? Ich hab ihn aus den Augen verloren. Scheiße! Wo ist er hin? Fuchs? Wo ist er hin? Oh Mann, ey! Ja, weil man ihn hier in den scheiß Blüten nicht sieht. Wo ist der? Ich finde ihn nicht mehr. Ist er hier oben irgendwo? Ah, der kann nicht nach oben. Der muss hier unten sein. Aua. Ich höre was. Ich sehe nicht, aber ich höre was. Oh Mann, ey. Nächste Mongolenpatrouille. Da ist er, da ist er, da ist er.
Ich habe mir auch einen Augen verloren. Bitte sag mir, dass das hier am Berg ist. Okay, ich weiß nicht, wo der Fuchs ist, aber ich habe den Schrein gefunden. Ah, der Fuchs ist neben mir. What the fuck, da unten sind auch noch zwei Fragezeichen. Naja, das gehört noch zur... Und da unten ist auch noch eins. Da unten ist auch noch eins? Und da? What the fuck? Wo kommen die alle auf einmal weg? Aber nicht, dass ich hier unten was vergessen habe. Okay, ich wollte das ja von unten nach oben abgehen. Da sind auch noch zwei auf einmal. Ich habe mir das nicht gründlich angeguckt, würde ich sagen. Aber wenn ich jetzt schon hier bin... Nehme ich das noch... Ah, das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächstes Mal heißt es dann ordentlich Fragezeichen abklappern. Und ja... Bis zum nächsten Mal. Ciao.